Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog zu Teil 17 von Rama Daily. Ah, ich bekomme hier gerade Essen. Danke für so, mein Butler. Meine angestellte Nuse habe ich jetzt hier. Ich habe hier ein Fitness-Drink, Actimel, Fake irgendwas, keine Ahnung. Pasta von gestern, auf jeden Fall auch ganz gut. Und wir haben jetzt 20 nach 4, wir haben die Nacht durchgemacht. So, ja, also. Was, wir schlafen? Ich warte auf dich mit Essen. Ich bin ganz in Liebe. Liebe. Nur bis mein Plan wird, geht, ist dies wieder an. Mhm. So. Also. Ist im Fall kalt. Ist es kalt? Ja. Nein, echt jetzt? Ja, wohl im Fall. Was ist damit? Spass, Mann. Du bist du die neue Nuss von Langenthal. Sieht gut aus, gell? Ja, sieht wirklich gut aus. Taste Test. Also die Nudeln sind sehr fein. Das freut mich. Ein bisschen scharf, hä? Ganz ja. Leicht, ja. Eine Prise Chili. Aha. Was ist das? Chili. Am Morgen muss ich auch mal sagen. Ja, ich habe gerade Hunger irgendwie. Was hat noch? Nein. Hast du ein Ding gewollt? Was? Ich habe es gerade nicht so mit nachgedacht. Ich merke es gerade. Irgendwie ist die Leitung sehr lang gerade. Also haben wir es gar nicht. Ja. Nicht, dass du Lust hast. Nehmen. Nein. Ich bin schon noch ein bisschen. Okay. Warte, ich lache erst später. Du immer noch mit Gebetskleidung. Gehst du noch mit denen schlafen am Schluss? Das ist effizient. Also nehme ich eigentlich immer mit dir so ein dummes Zeug auf. Ich wäre schon in diesem Alter dann. Mit wie immer ist verfahren. Alle Umwege nach Stuttgart. Wie kommt man am besten nicht nach Stuttgart? Da sind wir Profis. Nein, wir sind im Sommer nach Stuttgart gefahren. Und irgendwie haben wir eine Ausfahrt oder so. Also. Oder nein? Nein, das war dein Job. Okay, es war mein Navi. Ein Job. Ich weiß doch, ich habe so aufs Navi geguckt. Ich dachte so, hä, irgendwie sollten wir schon lange da, irgendwie langsam dort sein. Wir waren einfach irgendwie hier oben, bei Frankfurt fast. Stuttgart war hier unten. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Auf jeden Fall waren wir da einfach eine Stunde länger gefahren. Ja, wir hatten 4 Stunden. Ja. Ist so, das jetzt unser Schlafplatz heute? Ich bin so müde, Leute. Oh mein Gott. Hättest du da etwas für mein Niveau gekauft, oder was? DJ Nina Honey. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Es war gerade so anstrengend, nach Hause fahren mit dem Zug und alles. Ich bin so müde. Wir haben noch irgendwie nur 4,5 Stunden oder so geschlafen. Aber ich muss ja jetzt dann gleich auch wieder los. Ich muss mich direkt anziehen. Ich bin wirklich gerade nach Hause gekommen, muss mich direkt anziehen und ins Reiten fahren. Ich glaube aber nächste Woche sage ich das Reiten ab, weil es bringt einfach nichts. Als hätte ich heute 2-mal reiten gehen müssen, wäre ich wirklich total schaden gewesen. Das hätte ich sowieso nicht mehr gemacht. Aber auch einmal merke ich, ich bin auch jetzt schon so erschöpft. Ich bin so dumm. Aber wisst ihr, ich mache es einfach so gern und ich will halt nicht drauf verzichten. Das ist halt das Problem. Aber ich habe jetzt schon so eine trockene Fresse. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Ich bin so ein Vogel, ne? Ich bin so ein Vogel. Aber ja, ich muss nämlich jetzt wieder mit dem Zug gehen. Weil ich kein Auto habe und das ja, ist auch so ein Thema. Ne? Ich will einfach unbedingt ein eigenes Auto haben. Es kann von mir aus wirklich so ein Schrottkarren sein. Ich will einfach ein Auto haben. Aber irgendwie finde ich auch nichts, was mir passt. Und ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Naja, anyway, auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt an, dann gehe ich los. Und ja, dann später, glaube ich, penne ich erstmal eine Runde, ganz ehrlich. Und dann am Abend. Ja, was mache ich am Abend? Am Abend könnte ich eigentlich mal was kochen, Leute. Weil heute esse ich zu Hause. Und treffe mich dann später mit ihnen. Ich habe doch gar keinen Plan. Leute, ich muss aufstehen. Oh Gott, dieses Bett ist sogar so bequem. Oh mein Gott.
Oh, ich muss wirklich los. Wir haben jetzt schon 28 und in 20 Minuten fährt mein Zug. So, I have stress. So, herzlich willkommen auf dem Land. Richtig hier im Kaff bin ich, hier richtig im Dorf bin ich. Naja, auf jeden Fall weiß ich gerade nicht, wodurch, weil es ist ja ein neuer Hof, wo ich hingehe. Also, neuer Hof. Und so war ich hier mit dem Auto und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Alpakas einfach liebe. Weiß ich, ob das Alpakas sind oder. Nee, das sind Alpakas. Ja, das sind Alpakas. Man merkt, ne, ich habe ein bisschen zu viel Zeit gerade. Ich bin nämlich viel zu früh. Aber ich hatte keine andere Zugverbindung. Wir lieben ja Züge. Nicht? Ja, auf jeden Fall, deswegen bin ich jetzt hier noch ein bisschen zu früh. Und ich bin hier gerade in einem Quartier und ich muss echt sagen, ne, man lebt sich halt hier schön auf dem Land. Also ich bin eher so ein Landsei. Ich glaube, man sagt es eben so, oder nicht? So ein Landei. Nein, nicht Landsei, Landei. Ich finde das so schön. Bitte schaut mal diese Häuser. Und es ist richtig schön ruhig. Hört ihr die Vögel? Boah, das ist einfach richtig meins. Ich könnte hier richtig chillen und ja, das ist ja voll meins. Inspiration hier sammeln, ne? Für die, boah, dieses Haus dort hinten. Dieses Haus dort hinten, boah. Seht ihr das? Die haben so einen fetten Garten. Das wäre jetzt voll meins. Leute, bitte schaut mal, wo ich gelandet bin. Und die schreiben auf ihrer Webseite ernsthaft, es ist mit dem ÖV erreichbar. Aber Leute, der Bahnhof ist ganz dort hinten. Also, wenn man hier zu Fuß läuft, dann hast du eine halbe Stunde hierhin. Aber hier ist ja jetzt gerade der Stall. Aber trotzdem, bitte. Ich bin in meinem Trotti überall hier durchgefahren. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ja, für alle, die mich immer fragen, warum ich meinen Reithelm nicht abziehe und den auch im Auto anhabe. Deswegen, Leute, weil ich immer so verschwitzt bin. Und jetzt geht's gerade noch, weil ich ihn schon länger nicht mehr anhabe, aber... Ich sehe auch aus wie, keine Ahnung was, deswegen, das ist immer so... Also im Auto ist mir noch egal, aber wenn ich halt so filme, will ich jetzt euch auch nicht gerade... Ich will mich, also ich will jetzt euch auch nicht gerade so die hässlichste Version von mir zeigen. Deswegen denke ich immer so, komm, ich lasse ihn einfach drauf, aber ihr seht ja selber, ne, es ist immer... Die Haare, also man kann wirklich vergessen, wenn man reiten geht, die Haare nicht zu waschen. Es ist unmöglich, man schwitzt, man stinkt, also... Ich verstehe nicht, wie Menschen nach dem Reiten nicht Haare waschen können, das ist... Aber, ja, eben das eine, ne, auf jeden Fall... Ich jetzt erstmal duschen, da muss ich Videos schneiden, weil das muss heute noch online kommen. Wir haben jetzt eigentlich schon 2:45. Also muss ich ein bisschen Gas geben. Und danach gucke ich mal, was ich heute kochen kann. Auf was ich so Bock habe. Muss mal gucken, was mich so reizt, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht so recht. Ich habe jetzt momentan habe ich gerade noch auf gar nichts Lust. Ich habe irgendwie auf alles Lust, so. Also ich kann mich einfach nicht entscheiden. Deswegen mal gucken. Ich bin jetzt frisch geduscht. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal überlegen, was ich nachher essen will. Eben so ein Insta-Account. Wo ich folge, die macht immer sehr, sehr... Aha. Okay. Fragt euch bitte nicht, ne? Der macht das immer wieder. Also bei dem ist alles okay, der ist einfach ein bisschen gestört. Auf jeden Fall. Genau. Ich folge so einem Insta-Account, der... Also, die ist eine Frau, die macht wirklich sehr, sehr leckere Sachen. Also das... Boah. Gluschtet mich richtig. Wie sagt man dem? Nicht gluschtet, reizt mich richtig, das zu essen. Die gute Dame hat mich nämlich schon oft inspiriert, leckere Sachen zu kochen. Deswegen... Oh mein Gott, Leute. Okay, schaut euch mal das an. Schaut mal das an. Das sind so Joghurette. Einfach nur lecker. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt entschieden, was ich kochen werde. Ich werde... Ey, meine Katzen, ne? Die spinnen im Moment einfach die ganze Zeit. Anyway, auf jeden Fall werde ich werde Pulled Pork machen mit grünen Spargeln und Kartoffeln im Ofen. Und ja, ich freue mich, weil ich mag das sehr gerne. Und ist auch ganz einfach gemacht, ganz schnell gemacht. Halt eher auch etwas, was ein bisschen mehr Wasser mir gibt, ne? Weil Spargeln sind sehr flüssig und so. Also flüssig, ihr wisst, was ich meine. Und dann mache ich noch diese Chia-Puddings und habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Das kann man auch gut als Dessert essen, obwohl man das eigentlich über Nacht stehen lassen sollte. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein Dessert, was ich... heute noch essen möchte. Mal gucken. Ich gehe auf jeden Fall noch zum Türken Eistee holen, weil der einfach dieses leckere Eistee hat und ich habe so Cravings danach. Fragt mich bitte, ja. Ich weiß nicht, was mein Katzen heute ist. Die haben irgendein Problem. So, Leute, ich bin wieder zu Hause. Wie ihr gesehen habt, habe ich ein paar Sachen eingekauft.
Ich habe mich jetzt aber umentschieden. Und zwar habe ich mir jetzt einen Entrecot-Steak gekauft und keine Bulletbrust, weil ich irgendwie gerade mega Bock drauf hatte. Und ja, es war zwar teuer. Ich muss ehrlich sagen, dieses Abendessen heute hat ein bisschen was gekostet, weil Spargel sind nicht gerade billig, ein Steak ist nicht gerade billig. Aber komm, man muss sich immer ein bisschen gönnen. Man muss sich immer gönnen und dann habe ich noch ein bisschen Früchte gekauft. Also Früchte. Einfach eine Nektarine, eine, weil mehr esse ich sowieso nicht heute. Und solche Ananaswürfel, weil ich keinen Bock habe, die selber zu schneiden. Und die sind so frisch. Gerade für nach dem Iftar mega gut. Sehr, sehr viel Flüssigkeit. Und für morgen früh habe ich mir noch so einen Smoothie gekauft. Ich liebe den. Der ist mit Himbeer, Apfel und Banane. Leute, wenn ich könnte, ich würde den jetzt gerade so ächzen, ne? Und dann eben, wie gesagt, hier dieses Entrecot. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe Rindfleisch, allgemein so viele. Und es hat jetzt 17 Franken gekostet, 200 Gramm. It is what it is. Man muss sich gönnen, ne? Oh, mein Vater hat mir jetzt hier ein bisschen erklärt, wie man das macht, weil ich habe wirklich noch nie selber einen Steak gemacht. Deswegen ist es wirklich so mein erstes Mal. Ich bin sehr gespannt. Und dazu eben noch so Bratkartoffeln im Ofen und vielleicht noch so ein bisschen Avocado-Dip oder sowas. Mal gucken, vielleicht aber auch nicht. Und ja, ich freue mich voll. Ich bin richtig, richtig excited auf dieses Essen, weil es wird auf jeden Fall sehr lit. Sehr, sehr lit. Aber jetzt werde ich erstmal noch so Chia-Puddings vorbereiten. Dachte mir, ich nehme euch da mal mit. Und alles, was ihr dafür eigentlich braucht, sind Chiasamen, obviously. Ihr braucht Kokosnussmilch oder auch Mandelmilch, geht auch. Und dann braucht ihr noch tiefgefrorene Himbeeren. Aber das ist erstmal das Erste. Reicht das mal und dann muss es sowieso erstmal in den Kühlschrank. Und ja. Also erstmal eine Schüssel. Dann braucht ihr 200 ml Kokosmilch und 200 ml Wasser. Und dann noch 80 Gramm Chiasamen. Dann muss das Ganze hier erstmal für 12 Stunden in den Kühlschrank zugedeckt. Also einfach über Nacht, das reicht auch. Aber ich mache es jetzt mal rein und dann kann man dann noch den Himbeerzeug vorbereiten. Ja, was denn? Guckst du mich so an? Ha? Ja, ich lege mich jetzt hier neben dich. Guckst du mich so an die ganze Zeit, so erwartungsvoll, als würde ich sie streichen. Aber ich streiche dich jetzt nicht. Nee, Mausi. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt hier noch ein bisschen chillen. Wir haben ja erst 6 Uhr und ich bin halt wirklich sehr müde. Ne? Ich habe heute auch nicht sehr viel geschlafen. Werde Germany's Next Topmodel gucken und sehr wahrscheinlich echt noch pennen, weil ja, ich fange auch erst so gegen 7:45 an, weil ich habe eigentlich nicht viel zu tun, vielleicht sogar erst später, weil es geht alles eigentlich ziemlich schnell. Sag mir, dass du geschlafen hast, ohne dass du mir sagst, dass du geschlafen hast. Naja, auf jeden Fall, was ist das? Naja, egal. Wir haben jetzt 7:50. Ich bin wirklich, also nicht unbedingt fitter als vorher. Na, man kennt man jetzt meistens dann nur noch müder. Ich habe jetzt doch gut 1,5 Stunden geschlafen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt in die Küche begeben und kochen. Und ja, ich bin gerade selber so müde. Also kennt ihr das, nach solchen Naps seid ihr einfach auch so durch irgendwie, so euer Hirn funktioniert einfach nicht, so, es gibt mir einfach gerade so irgendwie, ich bin so, was haben wir heute für einen Tag, wer bin ich? Also Leute, als allerersten Step schneide ich hier erstmal mein Gemüse. Ich nehme mir das Messer von meinem Vater, das ist sehr scharf, muss ich echt aufpassen. Auf jeden Fall erstmal hier Kartoffel, boah, das ist so scharf, Leute. Erstmal hier schön die Kartoffel schneiden, ich will einfach so kleine Würfelchen machen. Was ich sehr gerne mache, ist, ich koche die Kartoffeln gerne 5 Minuten und dann mache ich sie erst in den Ofen, weil ich einfach irgendwie finde, also ich mag es irgendwie so lieber, keine Ahnung warum, ist es einfach irgendwie so bei mir. Dann noch die Spargel. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wie viel Spargel ich wirklich brauche, weil ich auch nicht zu viel nehmen will, weil das Fleisch ist ja ungefähr 200 Gramm, plus minus. Und ist halt schon genug. Ich nehme jetzt einfach mal so eine Handvoll. Und den Rest, vielleicht meine Eltern können das auch brauchen, weil die lieben Spargeln und deswegen, das geht schon klar. Für die Marinade von den. Ich bin so verpeilt. Also für die Marinade für die Kartoffeln. Genau. Nehme ich. Leute, ich schwöre, ich verarsche mich nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Nehme ich eine Knoblauchzehe und dasselbe übrigens auch für die Spargel. Und die mache ich dann einfach hier so rein. Leute, love it, dieses Messer, ne? I mean, naja, mein Vater wüsste, dass ich das brauche, der würde, glaube ich, durchdrehen, weil er immer Angst hat, dass ich mich schneide damit, weil es halt wirklich sau scharf ist.
Man muss halt schon aufpassen, aber ja. Diesen Pommes, der ist von Oswald. Der ist mega gut. Ich weiß nicht, ob ihr den in Deutschland auch habt, aber ich glaube schon, weil ganz ehrlich, was ihr in der Schweiz haben, habt ihr ja meistens eigentlich auch. Der ist mega lecker. Mein Vater macht das ja meistens nochmal so ein bisschen sein eigenen Mix draus. Deswegen, ich glaube, es ist glaube ich, gar nicht die originelle Packung. Also so plus, minus. Aber love it. Also einfach Salz, Knoblauch, dieser Mix und eben dieses Öl, das ist einfach... Ich liebe es ja zu kochen, ne? Also ich mache es wirklich sehr gerne. Früher, also was heißt ich früher, vor ungefähr 2 Jahren war das, hatte ich wirklich nie Bock zu kochen. Ich war immer sehr unmotiviert und ich konnte auch nicht verstehen, wie man gerne kochen kann. Mittlerweile, wie gesagt, ne, ich liebe kochen, ich mache es wirklich sehr gerne. Vor allem für mich selber aber, weil ich halt noch ein bisschen Mühe habe, für andere zu kochen, weil es halt immer mit den Proportionen nicht so ganz stimmt. Aber natürlich will ich das auch noch lernen, für mehrere zu kochen. Also für 5 Leute, da wäre ich echt ein bisschen überfordert, glaube ich. Da wäre ich echt ein bisschen überfordert. Schon nur alleine, was koche ich? Ja. Aber vor 2 Jahren war ja der Ramadan 2020. Und da habe ich das allererste Mal auch ein bisschen länger gefastet. Das war, ich muss kurz die Kartoffeln rausnehmen. Genau, also im Ramadan 2020 habe ich das allererste Mal wirklich länger gefastet. Ich glaube so 1-2 Wochen oder so. Und da musste ich halt auch selber kochen, weil, wenn natürlich jeder schon gegessen hat, musstest du halt wirklich viel später erst essen. Und es war halt damals noch im Mai der Ramadan. Da war es wirklich sehr viel, da war es teilweise erst 8:45 oder so. Und deswegen musste ich halt wirklich auf mich selber gucken. Und da habe ich zum allerersten Mal gekocht. Vorher habe ich wirklich nur Rührei gemacht oder so Pasta oder so. Und da habe ich wirklich das allererste Mal für mich selber kochen müssen und habe ich es wirklich lieben gelernt. Also ich muss wirklich sagen, es hat mir auch richtig gut getan, diese Zeit, weil das war wirklich für mich wie so ein Sprung, nicht ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich musste es halt einfach machen, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ja, bin ich heute immer noch sehr dankbar, dass das überhaupt so weit gekommen ist, weil sonst hätte ich, glaube ich, bis heute noch nicht kochen gelernt. Hätte ich mich nicht selber dazu gezwungen. Warum kommt hier nichts raus, Mann? Und ja, bisschen Salz, ne? Ne, wenn man so mariniert, dann riecht das immer so gut. Jetzt erstmal schneiden. Zack, zack, zack. Dieses Messer! Ja, stimmt. So warm. Tada! Die Fleisch. So, ich habe von meinem Vater gelernt, erstmal so ein bisschen abtupfen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Saft davon da drauf. Weiß ich jetzt leider auch nicht. Man kann immer noch salzen. Hier noch so ein bisschen. Und die Spargel sind übrigens auf ganz feiner Stufe jetzt nur noch, damit die eigentlich so ein bisschen, ja, braten können, ne? Und dann meinte er, ich soll hier dieses intelligent cooking streubare Kakaobutter zum Anbraten von Fleisch drauf machen. Also irgendwie so, ne? So. Dann mache ich ganz kurz eine Soße. Hier brauche ich so griechisches Joghurt. Kommt auch nicht so viel rein. Einfach so 2-3 Löffel. Ein bisschen was für die Kartoffeln. Dann kommt da Zitrone rein für die Frische. Mega lecker, Leute, ich sag's euch. Und ein bisschen Salz. Und richtig gesund Chiasamen, aber nur so ein bisschen. So. Weil Chiasamen sind ja auch wirklich mega gesund, deswegen mache ich das auch sehr gerne. So aus. Ganz einfach, aber es war trotzdem sehr lecker. Und die Kartoffeln kommen auch erst mal drauf in 6 Minuten. Ich glaube, ich drehe die ganz kurz. Also erstmal muss ich ja volle Kanne einstellen, meint er. Ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst und Angst und Angst. Okidoki. Zu wenig? Ich habe keine Ahnung. Mann. Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Es fliegt so verbrannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Soße ran gemacht und ja, ich freue mich jetzt. Du hast den Dattel rauskramen hier. Die Datteln sind eben langsam schon so ein bisschen, ja nicht alt, aber die sind irgendwie nicht mehr so gut wie beim ersten Mal.
Boah, war das gerade gut. Weißt du, wie Durst ich hatte? Dieses Geräusch, ne? Oh mein Gott, Leute. Kartoffeln mal erstmal probieren. Kartoffeln sind ganz, ganz gut. Die Spargel probiere ich auch mal. Boah, Leute. Richtig gut, wirklich. Das Fleisch bin ich jetzt gespannt. Es ist sogar noch ein bisschen rosa innen drin. So wie ich es gerne habe. Doch. Ein bisschen mehr Salz. Boah. Schmeckt mega. So, Leute, ich mache mich jetzt kurz ein bisschen ready. Weil für mich geht es, wie gesagt, nachher raus. Und deswegen muss ich mich ganz kurz ein bisschen schminken. Das Essen war wirklich mega lecker, Leute. Wirklich mega. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das so gut hinbekommen habe, weil ich hätte es irgendwie nicht erwartet. Und ja. So, Leute, ich bin wieder mal dran, das Kopftuch anzuziehen. Ja. Eigentlich ist es jetzt nicht mehr so schwierig. Ich weiß langsam so ein bisschen, wie ich das machen muss. Also das letzte Mal hat es eigentlich gut geklappt. Deswegen sollte das schon auch irgendwie gehen. Und das ist ja ganz ehrlich, es muss jetzt auch nicht perfekt sein oder so. Es geht mir nur darum. Okay, meine Freundin ist in ungefähr 10 Minuten hier. Das reicht mir gerade noch. Egal. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Ja. Ja. Ich lasse es jetzt einfach so, weil ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wie ich das sonst machen kann. Das Kleid hier ist übrigens von Istanbul. Ich habe das doch gekauft. Ja, ich finde das mega schön. Allgemein auch. Und ja. Okay, Leute, ich bin extrem im Stress und ich dachte eigentlich, sie ist erst viel später hier, aber sie hat mich gerade selber überrascht, sie ist extrem schnell, deswegen muss ich jetzt los. So, Leute, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, wir haben jetzt 3:30 Uhr morgens, wir haben so lange geredet und wir haben vorher noch Pizza gegessen, ich bin jetzt richtig, richtig voll, ja, deswegen, ich würde sagen, hören uns dann morgen wieder. Hi, mein Spatz. Und es war ein richtig schöner Abend, wirklich. Es sind echt viele coole Mädels dort. Und ja, immer sehr, sehr witzig. Versteht zwar nicht immer alles, ne, weil halt auch viele nur Albanisch können. Aber es sind ja nur die Älteren. Anyway, auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal schlafen. Ich bin sehr, sehr müde. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder.